Servus zu diesem Video. Heute gibt es ein sehr spannendes Thema. Gerade aufgrund von dem letzten Video der Hope-Narben-Wartung soll es heute ein Video dazu geben, meine Meinung zum Thema Service, Wartung, Reinigung, Schmierung. Neuanschaffung vom Bike, gebrauchter Top-Zustand, gebraucht wie neuer Zustand, technischer Top-Zustand, was ist es eigentlich alles und was verstehe ich darunter? Ganz kurz noch Ergänzung zu dem Hope-Narben-Video. Die Hauptprobleme waren hier eigentlich der Freilaufkörper, die Lager und halt die fehlende Sperrklinke. Ich fange jetzt einfach mal bei der Sperrklinke an, weil es einfach auch zum Thema Service ist. Das Video heißt ja Narbenwartung. Ist natürlich die Frage dann, die sich stellt, was versteht man unter einer Narbenwartung? Man könnte natürlich auch sagen, mein Video beinhaltet eher so die Reinigung und die Neuschmierung, klar. Deswegen vielleicht ist da der Begriff dann nicht ganz sauber gewählt gewesen. Ansonsten ist es natürlich so, dieser Freilaufkörper ist schon ausgeschlagen, ja, und er ist definitiv nicht mehr neu. Für mich ist allerdings die Frage bei einem gebrauchten Fahrrad, wo will ich hin und was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, dass ich an dem Fahrrad alle Teile austausche und ich es wirklich als gebraucht wie neu verkaufen kann? Für mich heißt gebraucht wie neu, das Fahrrad ist nicht aus dem Geschäft und wurde noch nie bewegt, aber diese ganzen Verschleißteile sind alle getauscht. Das bedeutet für mich schon so diesen Zustand gebraucht wie neu. Oder dass eben wirklich die Teile erst vor sehr kurzem Zeitraum getauscht wurden oder das Fahrrad einfach noch sehr, sehr wenig gefahren ist und auch noch nicht so alt ist. Das bedeutet für mich gebraucht wie neu. Es sollte aber natürlich auch klar sein, dass bei dem Radomswoop 210 das Ziel ist nicht, dieses Fahrrad in einen gebraucht wie neu Zustand zu bekommen, weil das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Da müsste ich so viel Geld reinstecken in dieses Fahrrad, weil dann müsste ich sagen, das Fahrrad ist von 2013, ich müsste die komplette Rahmenlagerung tauschen, Steuersatz tauschen, Lagerungen in den Laufrädern tauschen, Kurbelinlager tauschen und was da sonst noch kommt, Dämpferservice, Federgabeservice, und da bewegen wir jenseits, sage ich mal, einen Preis, den dir dann auch letztlich einer für das Fahrrad gebraucht zahlt. Also das ist leider heutzutage auch sehr unrealistisch und, sage ich mal, alte, gebrauchte Fahrräder mit, sage ich mal, trotzdem sehr hochwertigen Komponenten, du kriegst da leider kein Geld mehr für. Unabhängig, ob das jetzt gebraucht wie Neuzustand ist oder gebrauchter Zustand, völlig egal. Früher war es leider mal so, dass man gesagt hat, für 2000 Euro kriegst du ein gutes Downhill-Bike. Mittlerweile kriegst du für 2000 Euro 26 Zoller ein Downhill-Bike, wo du vor 2 Jahren von geträumt hättest. Das ist leider so. Ich finde es auch nicht toll. Aber so hat sich nun mal die Fahrradbranche so ein bisschen entwickelt. Seit diese 27 Zoll Downhiller, Freerider, Enduros am Markt sind, haben 26 Zoll Bikes sehr schwer, was den Verkauf angeht. Das ist einfach so. Und deswegen muss man sich beim Service auch die Frage stellen, wo will man hin und was für einen Anspruch hat man. Bei dieser Narbe ist der Anspruch nicht, in einen Neuzustand zu versetzen. Wenn ich da die Lagerung, den Freilaufkörper tausche, dann ist da nichts mehr drin, was, sage ich mal, Verschleißteil ist. Dann ist nur noch rein dieser Narbenkörper gebraucht. Dann ist die Narbe wirklich wie neu. Das ist aber bei dem Bike nicht das Ziel. Das Ziel ist, dieses Fahrrad in einen gebrauchten Zustand zu versetzen, der wirklich sehr gut ist, aber nicht neu. Und das macht für mich eben den wesentlichen Unterschied, ob jetzt ein Teil neu ist oder in einem guten gebrauchten Zustand. Meine Meinung ist, wie funktioniert denn so ein Lager? Da sind 2 Schalen und dazwischen sind Kugeln. Und je nachdem, was es genau für ein Lager ist, gibt es halt auch verschiedene Toleranzen. Es gibt ja auch Lager mit einer Spielpassung etc. Am Fahrrad hat man sowas eigentlich gar nicht. Also da gibt es eigentlich keine Lagerung mit Spielpassung. Das sind alles Lager, die fest verpresst sind. Das heißt, da drückt wirklich das Metall auf die Kugeln auch ein bisschen, damit kein Spiel entstehen kann. Das heißt, mit der Zeit habe ich in so einem Lager, in so einem Industrielager einfach Abrieb. Da sind kleine Spätchen dann von den Kugeln, von den Schalen, die da entstehen. Und irgendwann, wenn halt auch die Schmierung nicht mehr ganz so gut ist, fängt das Lager an, so Geräusche zu machen. Einerseits durch diese, sage ich mal, immer weniger werdende Schmierung und durch diese Metallspähnchen, die da drin sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass für mich das Lager die Funktion nicht mehr erfüllt. Für mich erfüllt dann Lager die Funktion nicht mehr, wenn es sich einfach das Drehen, sage ich mal, die Rotation im Lager durch diese Späne und durch das Fehleneffekt eingeschränkt wird. Das heißt, wenn ich das Laufrad jetzt drehe,
im eingebauten Zustand und ich merke, boah, also die Lagerung, da hört man richtig, dass da drin was knirscht und das Laufrad dreht sich nicht mehr so gut, dann ist für mich, also dann ist der Zug abgefahren, dann muss das Lager raus. Oder wenn das Lager halt eben Spiel kriegt, weil dann ist eben der Abrieb so groß im Lager, dass es Spiel kriegt und das ist natürlich auch nicht gut. Dann ist für mich so, wo man sagt, bei einem gebrauchten Fahrrad, dann tausche ich das Lager. Vorher, meiner Meinung nach, nicht. Da gehen die Meinungen aber auch sehr auseinander. Wie gesagt, das ist natürlich die Frage, wie man da auch rangehen will und was man da für eine Meinung hat. Ich kenne es noch halt auch oft so, dass es ist, dass viele gehen in die Werkstatt, in die Fahrradwerkstatt, sagen, mach mal einen Laufradservice, dann machen die dir einen Laufradservice, dann tauschen die logischerweise alles, was man wegen tauschen kann und was nicht mehr ganz neu ist. Und dann wundern sich die Leute im Nachhinein halt oft, warum ist es jetzt so teuer geworden. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich dann nicht ganz fair. Genau. Aber wie gesagt, da muss man halt sich einfach überlegen, wann ist für mich so ein Lager wirklich verschlissen. Und da geht die Meinung halt sehr stark auseinander. Ich bin eher so der Typ, der sagt, bei dem Lager, wenn es dann rauskommt, kommt es eh raus. Das heißt, es hat für meine Narbe an sich keine Konsequenzen, ob ich das Lager jetzt länger drin lasse oder kürzer. Für mich hat es erst dann eine Konsequenz, wenn ich beim Fahren einen Unterschied merke. Und den merke ich bei dem Swoop zum Beispiel gar nicht. Und das ist für mich dann so ein Punkt, wo ich sage, warum sollte ich dann so ein Lager tauschen? Das ist für mich Geldverschwendung und macht für mich auch einfach keinen Sinn. Aber das ist halt eine Frage auch vom Anspruch her. Genau. Dann das Thema Service an sich ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und es gibt so bestimmte Stellenarbeit, die müssen einfach immer mal geserviced werden. Das ist zum Beispiel einerseits Steuersatz meiner Meinung nach. Das heißt für mich nicht die Lagerung tauschen, sondern einfach immer mal Gabel ausbauen, Steuersatz sauber machen, einfetten, zusammenbauen. Das ist für mich, das muss einfach immer mal sein, weil der Steuersatz immer gerne mal das Knacken anfängt. Das gleiche am Kurbelinnenlager. Das ist einfach auch eine Stelle, wo viel Dreck hinkommt und da muss man auch einfach ab und zu mal das Innenlager rausmachen, sauber machen, neu schmieren, einbauen, fertig. Also das sind so diese zwei Hauptkomponenten, die man eigentlich immer hat, so was größere Servicearbeiten angeht. Kette schmieren und also Sachen zählen für mich jetzt nicht dazu. Und dann kommt halt als nächstes eben diese Rahmenlagerwartung. Und hier ist eben auch zu unterscheiden, tausche ich bei einem Rahmen die komplette Lagerung, was in meinen Augen nicht so oft der Fall sein darf. Diese Lager sind ja eigentlich fest verpresst, das heißt, es ist schon ein großer Aufwand und auch nicht ganz ungefährlich, sage ich mal. Man muss da schon aufpassen, was man macht, dass man nicht den Rahmen verbiegt und so weiter und so fort, wenn man diese Lager auspresst. Also diese Lager sind ja schon dafür konzipiert, länger in so einem Rahmen drin zu bleiben. Jetzt bei meinem Rose Beefcake zum Beispiel, das ist von 2011 der Rahmen, die Lagerung wurde noch nie getauscht und ich merke jetzt dieses Jahr, es wird langsam mal Zeit. Also die ersten Lager fangen jetzt schon an, ein bisschen Spiel zu haben und da ist dann schon, sage ich mal, jetzt der Zeitpunkt, wo man die tauschen muss. Ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr auch machen, werdet ihr dann wahrscheinlich auch mitkriegen. Ansonsten bin ich eher so der Meinung, dass man sagt, alle Gelenke mal abbauen, alles sauber machen, dass das ganze Dreck, was aus dem Lager dann immer liegt, mal weg ist. Neu einschmieren, Montagepaste, Fett, völlig egal, wieder zusammenbauen und dann läuft es wieder. Und dann hält so ein Lager auch länger, weil wenn er ständig das mit Dreck natürlich konfrontiert ist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass da mal Dreck durch die Dichtung geht und so weiter und so fort. Was dann natürlich so allgemeine Verschleißteile angeht, wie zum Beispiel auch dieser Freilaufkörper, Kette zählt da auch mit dazu oder Kettenblatt, Bremsbelege, sowas ist natürlich auch die Frage, was ist da so der eigene Anspruch? Fahre ich wirklich, sage ich mal, die Teile so lang, bis sie wirklich kaputt sind und nicht mehr gehen? Oder tausche ich die Teile dann, wenn ich, sage ich mal, keine hundertprozentige Garantie mehr habe, dass ich jetzt bei den nächsten 100 Kilometern da ohne dass da jetzt, sage ich mal, was kaputt geht, fahren kann. Kette ist eigentlich das beste Beispiel. Gibt es ja diese Kettenverschleißlehren und alles und irgendwann sagt dir halt diese Lehre, die Kette ist verschlissen, tausch die. Du kannst die Kette dann tauschen, dann hast du eine neue, die hält dann halt wieder. Je nachdem, wie viel du fährst, keine Ahnung, halbes Jahr, ja. Allerdings könntest du auch sagen, du fährst die Kette einfach so lang, bis es halt wirklich einfach nicht mehr gescheit schaltet oder die Kette reißt. Das ist halt eine Sache vom Anspruch her. Ich fahre Ketten zum Beispiel immer so lang, bis sie einfach nicht mehr gehen, bis sie dann reißt oder als einfach nicht mehr schön schaltet. Dann ist für mich die Kette komplett im Arsch, dann kommt sie weg. Wie gesagt, alles eine Sache vom Anspruch. Und natürlich auch finanzielle Mittel, muss ich sagen. Genau. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video das so ein bisschen nahe bringen, Service, Wartung, dass man das schon ein bisschen aufpassen muss und genauer schauen muss, wo ist der Anspruch.
Und das Allerwichtigste, und das möchte ich jetzt zuletzt machen, ist natürlich, ist so diese Sache beim Verkauf, wie fair ist man da? Bei einem Swoop zum Beispiel werdet ihr jetzt alles sehen. Einer, der meine YouTube-Videos kennt, das Bike kauft, weiß genau, was an dem Bike gemacht wurde, wo die Mängel sind und kann dann zu mir hinkommen und sagen, hey, du hast die und die Preisvorstellung. Die Preisvorstellung ist hoch angesetzt, das gebe ich zu, aber die Preisuntergrenze ist geschenkt. Die ist geschenkt. Das tut wirklich weh, für das Geld dann wegzugeben. Da würde ich schon fast selber kaufen. Aber es ist nicht mein Fahrrad, es gehört Basti und ich kann da halt auch nicht so viel mitreden. Genau. Ja, und da ist eben jetzt oft so dieses Problem. Leute kaufen sich ein Fahrrad, fahren das ein Jahr, machen das sauber und stellen es dann als gebraucht wie neu ins Internet. Ganz ehrlich, ob das dann wirklich gebraucht oder wie neu ist, das kann keiner nachvollziehen, weil es wurde zwar vielleicht nur ein Jahr gefahren und nur fünfmal im Bikemarkt, aber wie ist denn jetzt die Lagerung? Wie sind denn die Innenlager? Wie hören die sich denn an? Das weiß ich nur, wenn ich alles mal auseinandergebaut habe und geserviced habe. Das heißt, da muss ich sagen, ist es halt oft schwierig dann zu sagen, ein Fahrrad ist gebraucht wie neu, wenn es wenig gefahren worden ist. Für mich ist ein Fahrrad gebraucht wie neu wirklich, wenn das Ding einfach fast neu ist und wirklich kaum benutzt wurde oder wenn natürlich diese ganzen Teile getauscht wurden. Und da ist jetzt eben wichtig, das Radumzug 210 ist nicht gebraucht wie neu. Das ist ein Fahrrad von 2013 und dieses Fahrrad in einen Zustand zu bringen, um zu sagen, es ist gebraucht wie neu, da sind wir jenseits einer Preisspanne, das macht keinen Sinn bei so einem Fahrrad. Das Ziel ist, dieses Fahrrad in einen Zustand wirklich zu kriegen, dass es gebraucht ist, aber alles gemacht wurde und es sich top fährt. Und es ist jetzt bald fertig, ich muss die Videos überwiegend nur noch schneiden. Das dauert eigentlich am meisten und am längsten mit auch. Aber das Ding fährt sich wirklich super. Es fährt sich einfach geil. Da kann man nichts sagen, das Ding fährt sich top. Ich bin jetzt auch das Deuce vom Robin gefahren. Das Ding ist nagelneu. Und das Swoop ist von 2013 und das tut sich nicht viel. Es ist ein gebrauchtes Fahrrad, aber es fährt sich einfach geil. Es ist einfach eine Maschine. Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dann, wenn man so ein Fahrrad kauft. Entweder man kauft was Neues, was gebraucht wie Neues, oder was Gebrauchtes, was in einem guten Zustand ist. In einem sehr guten Zustand. Und das ist für mich eben so der wesentliche Punkt. Wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander. Ich akzeptiere auch andere Meinungen. Wenn einer sagt, für mich gehört der Freilaufkörper jetzt bei der Hauptnabe zum Beispiel getauscht, ist es okay. Beim Verkauf, ich selber sage sowas immer an. Ich bin eigentlich keiner, der irgendwas verschweigt. Habe ich noch nie so gemacht und ich bin auch einer, weil ich selber den Anspruch hätte, wenn ich ein Fahrrad kaufe, sowas zu erfahren. Das heißt, da kann man mit mir offen und ehrlich umgehen und dann auch sagen, also für mich selber würde sich der Freilaufkörper getauscht gehören, dann würde ich sagen, okay, den und den Preis machen wir, dann tausche ich dir den noch. Genau, aber vielleicht ist auch einer, der sagt, hey, das ist ein Bike zum Ballern, völlig egal, der Freilaufkörper wird dann getauscht, wenn er nicht mehr geht und fertig. Das beeinträchtigt ja null die Funktion. Das einzige Problem, was zum Beispiel an so einem Freilaufkörper ist, wenn er verschlissen ist, dass es schwieriger ist, die Ritzel runterzukriegen. Aber wenn ihr den schön einfettet, und das Video wird jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen dazu kommen, Kassette montieren, dann kriegt ihr die auch wieder normal und vernünftig runter. Also das hat auch die Funktion null Beeinträchtigung, gar nichts. Es schaltet deswegen nicht schlechter, fährt sich schlechter, also es macht einfach gar nichts aus. Das ist eine reine Anspruchssache. Soll das Ding neu sein oder nicht? Genau. Wie gesagt, also irgendwann ist natürlich dann die Grenze, wenn dann natürlich es schon sehr schwierig wird, die Ritzel runterzubekommen und man merkt, okay, die tun sich da jetzt richtig reinfressen ins Metall, dann sollte dann wirklich tauschen. Aber ansonsten ist es für mich eben so eine Anspruchssache. Das ist einfach wichtig. Gut, das Video ist jetzt trotzdem etwas länger geworden als gedacht. Ich selber finde es ein wichtiges Thema. Wollte es einfach mal ansprechen. Dazu ist auch dieser MTB-Talk, glaube ich, ganz gut. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei weiteren Videos. Wie gesagt, morgen oder übermorgen kommt dann Kassette montieren und dann geht es natürlich weiter mit Rahmen, Lagerwartung, das kommt noch Steuersatzservice, Schaltwerk reinigen, Dämpfer ausbauen. Also einfach, ich habe fast alles gedreht und ihr könnt euch alles anschauen. Genau, da steckt echt viel Mühe drin. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Servus!